Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video zum Spiel Farm Together 2. Ja, heute wurde die Content Roadmap veröffentlicht und was das genau heißt, habe ich ja nach bestem Gewissen übersetzt, wobei ich mir bei ein, zwei Äußerungen nicht ganz so sicher war, was damit jetzt auch gemeint war, weil man das jetzt auch nicht wörtlich übersetzen kann und dementsprechend bräuchte ich vielleicht auch mal eure Hilfe. Das heißt, wenn ich Probleme habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das besser übersetzen könnt, damit wir alle Bescheid wissen. Ich werde euch jetzt erstmal ein Bild zeigen. So, das hier ist das Originalbild. Das heißt, hier steht alles auf Englisch drauf. Ihr seht auch schon hier unten den Text: This roadmap may change. We might try adding other features. We'll update it as we go along. Das heißt, es kann noch vereinzelt einige Änderungen an dieser Roadmap geben. Ich kann jetzt nur vom aktuellen Fall natürlich das Ganze so gut wie möglich übersetzen. Die versuchen wohl noch einige andere Features mit einzubringen. Da fällt mir so spontan zum Beispiel eine Sache ein, was ich gelesen hatte vom Anbieter selber. Und zwar sollten ja NPCs zu uns ins Dorf reinkommen. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das? Hat das irgendwas mit den Events vielleicht zu tun? Weil sie wollen ja die Events anders gestalten als die normalen Events, die wir kennen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil gerade dieses Abernten war ja nun mal das, ja, was die Events ganz cool gemacht hat, weil man sie halt eben in Anführungszeichen relativ schnell machen konnte. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Neuerungen aussehen sollen. Ja, wie gesagt, das ist die Originalmap. Ich habe jetzt mal versucht, das Ganze so gut wie möglich selbst zu übersetzen. Das heißt, wenn ihr irgendwo Schwierigkeiten habt, dann scrollt nochmal zurück, beziehungsweise klickt nochmal zurück in der Timeline und schaut euch nochmal das Englische an. Vielleicht habe ich irgendwo was übersehen, irgendwas falsch verstanden. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin natürlich auch nicht unfehlbar. Und sind wir mal ehrlich, mein Englisch aus der Schule ist auch schon eine ganze Weile lang her. Ich habe es zwar immer wieder in Anwendung, aber solange man nicht irgendwo in Amerika lebt, ja, rostet das dann doch schon ein bisschen ein. Ja, das hier ist meine Übersetzung. Ich habe jetzt mal den oberen Teil nicht übersetzt. Ich meine, sollte klar sein, ne? Das erste Kästchen ist der Sommer, zweite Kästchen ist der Herbst, das dritte Kästchen ist der Winter und das vierte Kästchen ist der Frühling. Wobei allerdings schon steht, dass auch noch die Sachen nach dem Frühling, also sprich ab dem Frühling sozusagen, mit darunter stehen. Also beginnen wir mal mit dem Sommer. Es soll Koop-Belohnungen geben. Ich bin mir natürlich nicht sicher, was das heißen mag. Darunter werden ganz sicher die XP-Boosts fallen oder der XP-Boost, es gibt ja nur einen. Das heißt, für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, wenn man auf eine andere Farm drauf geht, die zum Beispiel öffentlich ist oder eine Farm von euren Freunden beispielsweise, dann bekommt man normalerweise einen XP-Boost. Zumindest war es im ersten Teil so. Und das Ganze soll jetzt im zweiten Teil nachträglich auch wieder eingeführt werden. Da kann man sich normalerweise so einen gewissen Rahmen, ich sage jetzt mal, ein Kreis wird aufgefüllt beispielsweise, kann man sich dann zusammensammeln und wenn das Ganze aufgefüllt ist, kann man wieder zurück auf seine eigene Farm gehen, dann seine Ernte abernten, die Fische angeln und was man nicht noch alles da machen kann. Und man bekommt mehr XP dafür. Deswegen dieser XP-Boost. Das wollten sie ja sowieso nochmal einführen, beziehungsweise im Nachhinein wieder einführen. Und ich denke, dass das darunter gemeint ist. Ich weiß natürlich nicht, ob es noch andere Belohnungen geben wird. Darüber habe ich jetzt bisher leider noch nichts gehört. Aber ich vermute mal, wir können uns auf den XP-Boost noch diesen Sommer freuen. Dann der zweite Punkt. Sie wollen neue Produktionsgebäude in die, ja, ich bin mir nicht sicher, in die Stadt wahrscheinlich nicht, weil da steht im Englischen nur Production Buildings drin. Deswegen gehe ich davon aus, dass die wahrscheinlich eher bei uns auf der Farm aufgestellt werden. Also ich nehme an, das sind diese Sachen, die wir schon kennen, wie diese Marmeladenpressen hießen sie, glaube ich, und andere Sachen, womit man dann wiederum ja die Sachen, die man erntet, im Endeffekt verarbeiten kann. Weil darunter gibt es dann auch nochmal den dritten Punkt, neue Shops in der Stadt, New Town Shops.
Ist, denke ich mal, selbsterklärend. Also ich denke mal, dass neue Lagershops auch aufgebaut werden. Vielleicht auch irgendwas, womit wir jetzt so nicht rechnen, das weiß ich natürlich nicht. Wie zum Beispiel diese Kleiderboutique, mit der hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Höchstens im Zusammenhang damit, dass wir dann da ein höheres Lager für Wolle oder ähnliches bekommen. War jetzt leider nicht drin. Aber ich bin mal gespannt, was sich da noch draus ergibt. Vielleicht bleibt es so, wie es jetzt aktuell ist. Dann ist es für mich persönlich nicht so von Nutzen. Aber vielleicht ändert sich das Ganze ja auch und da werden wirklich später Sachen angeboten, dass man Sachen kaufen kann. Also wie jetzt zum Beispiel Kleidung kaufen oder irgendwelche anderen Sachen, die man dann vielleicht, oder vielleicht auch Deko-Gegenstände. Das wäre natürlich auch noch eine Option, dass man zum Beispiel Events machen könnte. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ist jetzt nur eine Spinnerei, dass man zum Beispiel Events machen könnte, wo man irgendetwas sammelt, so wie bei Disney Dreamlight gerade die Anstecknadeln beispielsweise. Und die Sachen, die man sammelt, dann wiederum in der Stadt in irgendeinem speziellen Eventgebäude oder sowas dann umwandeln kann gegen irgendwelche Items, die man gerne hätte. Also ist jetzt nur so eine Idee, ne, liebes Farm Together Team. Nur eine Idee von mir. Ich weiß nicht, was geplant ist. Vielleicht ist es ja auch sowas in der Art. Ja, dann der nächste Punkt. Es soll noch diesen Sommer neue Feldfrüchte kommen, Tiere, Bäume, Fischteiche und so weiter. Also alles, was man so ernten kann und angeln kann und so weiter. Dann bekommen wir neue Dekorationen. Das kann natürlich alles sein. Auf den Punkt kann ich jetzt nicht speziell eingehen. Dann als letztes stand New Customization Items. Ich habe es mal ein bisschen blöd übersetzt, zugegebenermaßen mit neue Anpassungs-Items. Ich persönlich gehe davon aus, dass so Sachen wie Kleidung, Ohrringe, ich weiß nicht, was man noch alles anpassen kann, vielleicht auch Sachen für einen Traktor und so weiter, dass die Sachen alle darunter fallen. Wobei sich das Ganze bis zum Winter, wie man sehen kann, noch ein bisschen hinzieht. Also da werden so nach und nach immer wieder neue Sachen kommen. Dann im Herbst. Da stand Farmhands. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe mal versucht, es übersetzen zu lassen. Es war eine absolute Katastrophe. Ich gehe davon aus, dass die Farmhelfer gemeint sind. Also sprich die Arbeiter, die man sich besorgen kann, die dann auf dem eigenen Land für einen arbeiten und die natürlich auch bezahlt werden müssen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich mich da jetzt komplett verrannt habe und das doch was anderes heißt. Dann der zweite Punkt. Im Herbst starten die ersten Events, wo ich mich persönlich wahnsinnig drauf freue, weil meine Hauptfarm definitiv so groß ist, dass ich da alles setzen kann, was ich möchte. Mit einer Einschränkung, ich habe nie Edelsteine. Da ich ja immer wieder für eine Erweiterung 15.000, 16.000, 17.000 brauche und man nur sehr, sehr wenig bekommt im Endeffekt. Beziehungsweise sich das relativ, also eigentlich schon schnell auflädt, aber für mich noch zu langsam auflädt mit dem, was ich abernte. Ja, dauert das halt. Deswegen bitte keine Sachen, wo ich irgendwie Edelsteine für bezahlen muss. Bitte nicht. Ja, dann der dritte Punkt. Der hat mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Deswegen habe ich da Fragezeichen reingemacht. Im Original hieß es ja Quest Buildings oder Quest Building. Jetzt weiß ich nicht genau, was die damit meinen. Es könnte bedeuten, dass wir mehr Aufträge bekommen, weil wir haben ja dieses große Board, sage ich jetzt mal. Da sind ja, meine Farm ist jetzt auf 120, Level 120, glaube ich, oder 121. Und ich habe immer noch nur diese vier Aufträge. Also ich gehe stark davon aus, dass wir mit der Zeit mehr Aufträge machen können. Wie das auch immer jetzt stattfindet, kann ich natürlich noch nicht sagen. Ich vermute, hoffe, dass das dieser Punkt ist. Wobei dieses Quests, ne, das würde ja passen. Aber Building, weiß ich nicht, ob das jetzt so dazu passt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr euch da vielleicht was anderes drunter vorstellt oder das ja ein bisschen besser übersetzen könnt. Es könnte auch heißen, deswegen habe ich mal Quests mit Fragezeichen gemacht, dass vielleicht ganz andere Quests gemeint sind. Also da kann ich jetzt natürlich nichts Genaues zu sagen. Aber es hört sich auf jeden Fall interessant an. Und ich sag mal, Herbst ist ja jetzt auch nicht so weit entfernt. Ich meine, der Sommer geht ja, ne, wie jedes Jahr leider schon wieder immer schnell, viel zu schnell wieder vorbei. Ja, und dann der vierte Punkt, das gleiche wie auch schon im Sommer. Es werden neue Feldfrüchte kommen, Tiere, Bäume, Fischteiche und so weiter.
Ist natürlich immer gut, wenn dann immer so peu à peu was kommt. Die Kühe waren besonders wichtig. Danke dafür nochmal. Wobei ich persönlich gerne als nächstes auch Honig hätte, weil ich so oft jetzt schon gefragt worden bin für Honig und ich gucke wirklich jeden Tag mehrfach nach. Ich habe zwei Honig jetzt noch drin. Auf der Hauptfarm. Auf den kleineren Farmen habe ich noch keine einzige Quest bekommen, mit der ich Honig tauschen konnte. Also so, dass ich Honig bekommen habe. Und bitte, bitte, bitte macht irgendwas mit Honig so schnell wie möglich. Ja, dann wieder der nächste Punkt. Neue Dekorationen werden auch im Herbst wieder kommen. Und wie eben schon angedeutet, es werden dann auch wieder neue Anpassungs-Items, was auch immer das dann heißen mag. Also sprich Kleidung, Ohrringe und so weiter, werden dann auch nochmal hinzugefügt. Im Winter, unserem dritten kleinen Board hier drauf, da stand New Harvest Table. Ich habe es jetzt eigentlich übersetzt mit neue Ernte. Was ich aber ein bisschen komisch finde, weil eigentlich New Crops sind ja neue Feldfrüchte. Deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, wie ich das jetzt übersetzen soll. Es wäre für mich logisch, wenn da jetzt New Crops stehen würde, aber es steht ja weiter unten dann auch nochmal im Winter. Deswegen, wenn ihr das, ja, wenn ihr da vielleicht mehr wisst oder das ein bisschen besser übersetzen könnt, New Harvest Table, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Deswegen habe ich da so ein kleines Fragezeichen gemacht. Wird mich aber auf jeden Fall mal interessieren, ob da jetzt das Gleiche mit gemeint ist, was ich eher nicht denke, oder vielleicht was Ähnliches. Ja, wie gesagt, mein Englisch ist auch nicht perfekt, aber ich gebe trotzdem alles, damit ich so weit wie möglich alles übersetzen kann für euch. Dann, zweiter Punkt. Es wird einen neuen Job geben, und zwar Schnitzerei. Das ist jetzt wörtlich übersetzt, also Original heißt Carving, also das heißt übersetzt Schnitzerei. Ich lasse das mal so stehen. Ich kann da jetzt nicht viel zu sagen. Ich denke, das wird wohl irgendwas, ja, vielleicht nicht unbedingt im Haus sein, weil Schnitzerei ist ja eher draußen, sage ich jetzt mal, ne? Das hat ja so mit Ästen zu tun, mit allem, was mit Holz zu tun hat. Das heißt, vielleicht können wir uns da was aufbauen, woran wir dann wiederum, ja, ähnlich wie im Haus, so einen Schnitzereijob machen können, was wir uns so vors Haus stellen können, wo wir, keine Ahnung, kleine Bären schnitzen können oder was weiß ich was. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Also ist jetzt nur so eine Spinnerei von mir, dass man das draußen hinstellt oder wo auch immer. Wäre auf jeden Fall cool. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich möchte gerne Winter haben. Nein, natürlich nicht. Ich möchte natürlich den Sommer erstmal genießen. Aber ich möchte gerne die Sachen vom Winter schon mal in Farm vorzüglich haben. Das wäre natürlich cool. Okay, weiter geht's. Dann gibt es nochmal Town Customization. Die Stadtanpassung kann ich jetzt so im Detail natürlich nichts zu sagen. Was auch immer in der Stadt angepasst wird, ich meine, wir wissen, es ist ein großer Bereich. Es werden sehr, sehr viele Plätze sind im Moment aktuell noch frei. Und ich denke, man kann noch so einiges hinzufügen. Also ich vermute, dass damit gemeint ist, dass man vielleicht auch mehr Shops bekommt. Wobei natürlich im Sommer stand neue Shops in der Stadt, also New Town Shops. Deswegen könnten es natürlich auch andere Anpassungen sein. Ich bin da mal gespannt. Ich denke mal nicht, dass es nur diese Shop-Sache ist, sondern dass tatsächlich noch irgendetwas anderes mit der Stadt geplant ist. Dann soll im Winter sollen auch Errungenschaften wohl eingeführt werden, also Achievements. Da freue ich mich persönlich sehr drauf, weil ich die im ersten alle freigeschaltet habe, was manchmal total bescheuert war, weil man irgendwie, ich glaube, so 120 Hühner an einem Stück machen musste und so. Also es waren so ganz komische Achievements. Freue ich mich aber trotzdem drauf, weil ich bin so ein Errungenschaftsjäger. Dann wieder auch im Winter die Sachen, die wir schon davor hatten. Es gibt neue Feldfrüchte, neue Tiere, neue Bäume und neue Fischteiche. Es wird neue Dekorationen geben und neue Anpassungs-Items wie Kleidung, Schmuck und so weiter. Dann kommen wir zum Frühling nächsten Jahres und die Zeit halt danach, was auch immer das jetzt für eine Zeitspanne bei denen ist. Ich hoffe, es bleibt so eher bei Frühling. Es wird Tiere geben. Ich gehe davon aus, weil da jetzt nicht steht im Sinne von, also Animals, wie jetzt bei den anderen 3 Monaten, was ich jetzt unten mit neue Feldfrüchte, Tiere und so weiter drin habe, dass das endlich die Haustiere sind. Steht nur Pets, aber Pets heißt für mich normalerweise, ja, heißt auch Haustier, glaube ich, wörtlich übersetzt.
Dementsprechend nehme ich mal an, dass wir wieder Hunde bekommen, wieder Katzen bekommen. Ich weiß nicht, was wir vorher hatten. Ich glaube, Fledermäuse. Ich weiß schon mal gar nicht mehr. Papagei weiß ich noch, aber alles andere habe ich. Ach so, Eulen gab es auch noch. Vielleicht gibt es ja auch komplett neue Tiere. Ich habe auch gelesen, dass wir irgendwann reiten können sollen. Reiten können sollen. Toller Satz. Also wir sollen wohl ein Pferd bekommen oder vielleicht auch mehrere. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt gehen soll, mit dem wir dann irgendwann über die Farm reiten können. Es kann sein, dass das vielleicht auch so ein bisschen damit reinkommt. Wobei das jetzt für mich eher kein Haustier wäre. Ich persönlich würde mich übrigens nebenbei bemerkt sehr über ein kleines Hausschweinchen freuen, was neben mir herläuft. Also bitte, 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 bitte führ doch die kleinen süßen Hausschweinchen an. Die finde ich total cool. So Schweinchen-Babes. So la, 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 la. Am besten läuft das neben mir her und sagt dann immer la, 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 la. Das wäre doch mal cool. Ja, und Punkt 3, da stand wieder dieses New Harvestable. Also da habe ich wieder neue Ernte, Fragezeichen. Für mich klingt es nicht nach Feldfrüchten, aber vielleicht gibt es irgendwas anderes Neues, was man dann abernten kann. Vielleicht meinen die damit auch solche Sachen wie Honig oder so. Also alles, was jetzt nicht auf den Feldern drauf ist. Kann ja auch sein. Wäre nur ein bisschen blöd, wenn wir jetzt mit dem Honig tatsächlich bis zum Winter warten müssten. Oder vielleicht sogar bis zum Frühling. Aber gut, ich meine, kann sein, dass das darunter zählt, kann auch sein, dass sie andere Sachen meinen. Vielleicht auch Sachen, die wir so noch nicht kennen, wer weiß. Dann auf den Frühling werden sich einige sehr freuen, wobei schon gesagt worden ist, es kann eventuell doch sein, dass es etwas später wird, also dass es Richtung Sommer nächsten Jahres erst geht. Das 1.0 Release, also sprich die Veröffentlichung von Farm Together 2, sprich, dass das Spiel aus dem Early Access Status rauskommt. Und damit verbunden wurde ja bereits bekannt gegeben, dass dann, sobald es oder etwa, wenn es aus dem Early Access Status rauskommt, soll das Ganze auch auf die Konsolen veröffentlicht werden. Ich denke mal, ich werde es mir auch wieder auf die Switch kaufen. Ich habe es allerdings kläglich vernachlässigt, bin ich ganz ehrlich, aber ich denke mal, kaufen werde ich es mir trotzdem. Zumindest haben, ne? Man muss es dann haben, ob man dann dran denkt, darauf zu spielen, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass einige hier auch zuschauen, die ja vielleicht zusätzlich oder vielleicht nur, also ausschließlich auf Konsole spielen möchten. Und ich habe schon einige Anfragen bekommen. Jetzt kann ich zumindest ganz offen sagen, es ist ja in etwa bestätigt worden, Frühling, allerspätestens Sommer nächsten Jahres sollte das Ganze auf den Konsolen veröffentlicht werden. Wobei, wie gesagt, dran denken, es kann sein, dass sich da noch was verschiebt. Es kann natürlich auch sein, dass sich Dinge nach vorne verschieben. Mit der Veröffentlichung auf den Konsolen denke ich das eher nicht, aber so Kleinigkeiten, die Events wahrscheinlich eher nicht, aber so andere Sachen, dass sie die vielleicht doch vorziehen können, weil sie gut durchkommen oder so, das kann natürlich sein. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das war alles einigermaßen verständlich und wenn ihr mir irgendwo nicht zustimmt, sondern denkt, dass das vielleicht was anderes sein könnte, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil, wie gesagt, ich weiß es natürlich auch nicht alles so hundertprozentig. Ich müsste da ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben, bekomme da aber noch nicht so wirklich viel rausgekitzelt aktuell. Deswegen kann ich jetzt nur mit dem vorlieb nehmen, was mir jetzt hier gerade vorliegt. Und ja, alle, die das perfekt übersetzen können oder denken, dass sie da vielleicht was anderes rauslesen aus dem Englischen, wie gesagt, einfach nochmal zum Anfang spulen. Da habe ich ja die englische Variante eben noch gezeigt. Und ja, die zwei Sachen mit den Fragezeichen bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was das mit den Aufträgen jetzt bedeutet, beziehungsweise ob da jetzt Quests mit gemeint sind. Ne, Questbuilding kann halt alles sein. Ich hoffe, es sind halt eben die Aufträge fürs Brett, sage ich jetzt mal, dass wir mehr Sachen machen können, um Medaillen zu kriegen. Und die Sache mit der neuen Ernte, Fragezeichen, ja, da bin ich mir halt nicht so sicher. Ich vermute einfach mal, dass das so Sachen sind wie beispielsweise Honig, also sprich, dass die, was hatten wir denn da als Honig? Wir hatten ganz am Anfang diese Honig, diese Bienenstöcke, sage ich jetzt mal. Und später hatten wir irgendwas, was wir abernten konnten. Das weiß ich noch. Müsste ich jetzt nochmal in den ersten Teil reingehen? Ich komme gerade nicht drauf.
Ja, wenn euch das Video geholfen hat und sich jetzt nicht alles bei euch im Kopf dreht, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sage ich jetzt einfach mal, wir sehen uns im nächsten News-Video, im nächsten Tipps-Video oder vielleicht auch im Let's Play oder in einem anderen Let's Play. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.